Und damit herzlich willkommen zurück zu Plague Tale Innocence. Wir haben ja versprochen, oder ich habe euch versprochen, hier mal reinzulunkern, was es hier denn so gibt. Episanguis hieß das, genau. Wir sind unterwegs auf den, zur... Die Kette. Du solltest nicht... Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Roderick? Oh, sind wir vielleicht unterwegs zu dem, Elternhaus... seiner Eltern? Keine Ahnung. Wir sind unterwegs und wollen eigentlich, ich würde sagen, mit diesem Gefährt uns Richtung da Kathedrale schieben. Wollen wir eigentlich. Aber, muss mal... Zu gefährlich. Ja. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Genau, wir sitzen fest, wir kommen nicht weiter, aber wir haben ja da hinten ein Türchen geöffnet, was höchstwahrscheinlich, und nagelt mich nicht drauf fest, aber höchstwahrscheinlich nichts damit zu tun hat. Diese Gasse... Nein, ich wusste es. Roderick, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Ja, sein Elternhaus. Das kann nicht sein. Roderick. Nichts mehr übrig. Haben sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst, aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los, wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett, du wirst sehen. Wir gehen zusammen und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Wow. Ruckel die Bucke. Kein Erfolg, nix. Einfach nur, wir machen mal Musik. Okay, schade. Sieht aber schön aus, dein Elternhaus, ne? Hast mir gar nicht erzählt, wie, in welchen noblen Verhältnissen du aufgewachsen bist. was ich gucken wollte. Guck mal, wir brauchen viel zu viel von allem. Okay. Alles klar. Das wollte ich nur eben kurz verifizieren. Aber andersrum, wir haben ja Deforantes. Und das heißt, wir brauchen nicht unbedingt... Der Karren, Roderick! Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, ich helfe dir. Okay, danke. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Roderick! Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Oh nein. Jetzt sag bloß, das wird so was wie... Er überlebt es nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich finde den... Amicia, die gehören dir. Toll. So. Durchbohrt ihn. Ich habe das Gefühl, die treffen ihn. Roderick, lass den Karren los, bitte! Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Das klingt nicht gut. Amicia, sie sind hinter uns! Bastarde! Ihr Bastarde! Ich habe die Treppe erreicht. Los, schnell! Oh nein, er hat einen in der Schulter. Ich brauche nur eine Pause. Gut so, Roderick. Das war's. Geh in Deckung. Wir sind da. Oh, nur zwei Pfeile, es geht. Oh mein Gott, Roderick. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Oh, das sieht nicht gut aus. Aber zumindest ist er noch nicht tot. Alter. Mit einem Pfeil in der Schulter immer noch dieses Tor hochheben. Richtig. Jetzt du! Hm.
Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Nein, ich fand ihn sympathisch. Komm jetzt, wir müssen weiter. Das kann nicht sein! Melly, bitte! Nein! Diese Bastarde müssen bezahlen! Sie werden bezahlen! Ach, Mann, das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe! Sie hat recht, Melly. Rodrik war voll sympathisch. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Nein, er ist einfach nur tot. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Boah, das passiert gerade wirklich. Och, Manno. Man kann doch einfach mal Charaktere leben lassen. Ich hab gedacht, das wäre so, weißt du, für Amishi auch nicht schlecht, wenn Rodrik leben würde. Menno. Böses Spiel. Da müssen wir nochmal drüber reden, Spiel. Das finde ich nicht gut, du. Böses Spiel, du. Manno. Na. Na toll. Du hast uns also, aha. Das kommt davon, wenn man mit Ratten spielen will, ne? Man muss halt wissen, wie man die behandelt. Oh. Schwefel. Ich bin ja mal gespannt, da ist jetzt wieder eine Werkstatt. Oh, nochmal einmal Werkzeug, nur so zum Mitnehmen. Kann ich was? Nein, ich kann nichts bauen. Oh Mann. Eins davon, das muss doch irgendwo noch rumliegen. Da hinten. Ja. Oder war das, was ich brauchte? Ich kann auch so gucken. Ich brauche einen Schwefel. Ein Schwefel, komm. Komm schon. Du... Böser Spielegott, du hast mir schon meinen Rodrik genommen. Gib mir bitte Schwefel. Was bist du? Salpeter. Danke. Möp. Oh, Schwefel. No worries, ich muss mal eben kurz zurück. Oh, da wäre es auch gewesen. Ich will das irgendwie haben. Ich weiß nicht genau warum. Amishia. Schießt Amishia einen Stein mit ihrer Schleuder, verliert das Ziel seinen Helm. Was ist das? 22 Materialien der Achbüste-Kuh. Amishia kann ihre Steine mit dem neuen Werkzeug polieren. So verringert sie ihren Reibungswiderstand und erhöht ihre Durchschlagskraft. Die Wucht beim Aufprall erhöht sich um ein Vielfaches. Oh yeah. Oh ja, oh ja. Wir werden es wahrscheinlich nicht so viel brauchen. Aber dafür brauchen wir jetzt dieses, hier, das Devorantes. Brauchen wir gar nicht mehr. Weil jetzt können wir mit dem Stein das machen. Ist das nicht was Feines? Oh ja. Wenn du mich fragst, oh ja. Ach Gott. Oh oh. Da ist er. Haben wir gesehen? Hast du gesehen? Da habe ich den Helm runtergeballert. So ist natürlich genau, wie man das Spiel spielen soll. Ganz klar. Ich
Sag doch, ich kriege euch. Ja, komm. Nein, oh Mist. Fuck, ich habe nicht gesehen, dass der ein Speer hat. Oder nicht wahrgenommen. Das war schlecht. Das war schlecht. Haben wir's? Ja, da haben wir's. Alles klar. Warum? Mal zwischengefragt, wie konnten die mich jetzt sehen? Ah ne, mich gar nicht. Das ist das Ende. Hol tief. Schein, nein! Tief durch. Zum letzten Mal. Ja toll. Hä? Das war jetzt kacke. Bitte lass das nicht jedes Mal jetzt so sein. Doch klar, ne? Also was, genieße es. Ja, nein. Bitte lass das nicht gesoftlockt sein. Ich muss mir jetzt ein bisschen... Weil die beiden, die rennen anscheinend direkt da rein. Und dann muss ich da schnell hin. Ich werde mal nachsehen. Hört auf, wir alle! Hört mal! Bitte, nein! Wir wurden in der Stadt! Es wird ein schneller Tod. Nein, da war ein Pfeil. Fuck! Scheiße ist das. Was ist denn das jetzt? Oh, wie doof ist das denn jetzt bitte? Also das ist richtig, richtig kacke. Richtig, richtig kacke ist das. Also... Ernsthaft? Also... Boah, jetzt... Weiß ich nicht. Das finde ich nicht gut. Das, finde ich schade, dass sowas passieren kann bei so einem Spiel. Vor allen Dingen... So. Ich würde gerne speichern. Kann ich das? Danke. In letzter Sekunde. Gut gemacht. Wenn die Ratten einfressen, fällt man vom Mond raus, was? Also das war jetzt echt mies. Finde ich gut, dass was, also dass ich es irgendwie noch hinter mich gebracht habe, aber das war echt mies. Das ist, das darf nicht passieren. Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Ja, würde ich auch sagen. Gleich an. Gehen wir irgendwo. Mama ist drin. Ah, der hat uns die Tür geöffnet. Und ja, dieser laute Schlag, ich habe mit beiden Händen auf den Schreibtisch geschlagen. Sally, bleibt, wo ihr seid! Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Ja. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell! Alles klar. Ich bin nicht Krieger. Bogenschützen. Ich hasse Bogenschützen. So sehr. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Ja, kommt doch her. Ich meine, die sind natürlich nicht besonders intelligent. Der weiß, dass ich sowas habe, um seine Fackel zu löschen. Kommt trotzdem hier rein. Gute Nacht. Gut,
rein. Oh ja. Wie sehr ich meine Ratten jetzt schon als Verbündete akzeptiere. Schöne Familie. Ja, ne? Melli! Verwandtschaft ersten Grades. Hilf mir! Es darf niemand herein! Oh, er kann wieder stehen. Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus. Jeden Einzelnen. Ich will mal nicht so sein. Hugo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Ratte gegen Ratte. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Ja, die beiden können uns bestimmt sehr helfen. Lasst sie gehen, Vitalis! Das ist eure letzte Chance! Nun dann! Hugo! Keine Kräfte! Es geht mir gut, keine Sorge! Ja, er ist ein begabter Schüler. Zu schade, dass er vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Du bist Hartzeit 3. Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an! Taumelt auf mich zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Ja, nur weil du nicht hier rüberkommst. Ach, gebt uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Und seine Freunde ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Zurück! Das Licht, sie hat für dich. Der elendige, ewige Streit. Schwarz gegen Weiß. Was zum... Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Ihr seid gekommen, um mich herauszufordern. Sammle. Oh. Ich habe da gerade gar nicht drauf geachtet. Upsa. So. Ich wollte endlich lesen, was da steht, aber ich glaube, wir können mit den. Mit unserem Imperium. Wutz, genau. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Das meinte ich nämlich, das war... Seht zu, Beatrice. Seht euch doch an, Vitalis. Ihr habt eure Anhänger im Stich gelassen. Unschuldige Menschen. Lasst sie in Ruhe. Zu spät, ich bin da zu langsam. Okay. Jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. Ja.